C-Fenor, Single Shot, Draken. Edda, Magazin, Red Dot. Magazin, offene Visierung. Welche Distanz, welche Waffe, welche Vorteile? Okay, ein bisschen Durchblick von mir. Theorie und Praxis, Teil 2. Und ich zeige noch eine stylische Edda. Und ansonsten, heute geht's für mich. Rüber mit dem Schiff schießen. Tschakka, los geht's. Wenig Zeit. Sonntagmorgens, 4 Uhr. Früh aufstehen, heute geht's rüber zum Schießen. Ja, das ist meine neue Skull Look Customized Optik für meine Adder. Vielen lieben Dank an Joe. Ja, und was Joe sonst noch so bastelt, sehen wir hier. Zeige ich nachher. Aber eigentlich geht es heute Teil 2, Theorie und Praxis. Ich habe ein paar Sachen gelesen. Ja, ich wollte da mal was zu sagen. Okay, Theorie und Praxis, wer nochmal Lust hat, dazu zu hören, der bleibe dran. Lang geht es nicht, weil ich muss bald rüber. Rüber heißt bei mir, ich fahre immer mit dem Schiff, ich wohne auf einer Insel, wer es noch nicht weiß. Jo. Und dann fahre ich eine Stunde Schiff und dann fahre ich nochmal mindestens dreiviertel Stunde Auto oder Zug. Okay. Jo, erst einmal nochmal zu Joe. Guck mal. Die hat er mir auch zukommen lassen. Die hat er selbst gebaut. Bolzenhalterung für 7,5er, 6,3er, 7er, 8er, 9er, 12er mit verschiedenen Öffnungen. Und das super Ding ist, wenn man Alus hat, sieht man sofort, wenn die verbogen sind, weil die dann nicht mehr in die Führung passen. Ja, vielen lieben Dank. Ja, und hier auch nochmal die Edda. Richtig gut. Ja, die musste ich so dran kleben. Klebten sofort. Jo. Ja, der Joe ist kein Seller. Der hat mir die einfach so gebastelt. Ich finde das voll stylisch. Okay, gut. Kommen wir jetzt zu dem, was ich erzählen wollte. Ja, ich habe ein paar Sachen, zu denen ich eigentlich was sagen wollte. Alles schaffe ich jetzt nicht, so viel Zeit bleibt nicht. Aber gut, eine Sache, die ist auf jeden Fall von Bedeutung. Okay, es gibt für mich, ich nenne sie mal die magische Grenze Distanz, also Entfernung für Pistolenarmbrüste. Für taktische Pistolenarmbrüste mit Magazin. Eben für jeden. Ich habe, wie bereits mehrfach erzählt und gezeigt, ich weiß nicht wie oft, gezeigt, ich bin ja mehr Schütze, wie ihr wisst, dass man auf jeden Fall auch mit der Tactical und einem starken Wurfarm auf 55 Meter schießen kann und auch treffen kann. Mit einem Streukreis. Sei jetzt mal Fußballgröße, wenn man trainiert ist. Ja, aber darum geht es jetzt nicht, was die kann, sondern es geht so ein bisschen in der Charakteristik der Waffe zu bleiben und zu denken. Hier ist übrigens jetzt ein ganz schwacher Wurf von 35 Pfund. Damit gehen dann so bis 18 Meter, würde ich sagen. Präzise bei super Bedingungen. Ansonsten siedle ich den ungefähr bei 12 Meter an. Ja, gut. Die magische Grenze. Was meine ich damit? Die Idee einer Pistolenarmbrust ist meiner Meinung nach nicht nur die Handlichkeit, Kompaktheit, also die Größe und damit die entstehende Führigkeit, sondern auch die Dynamik. Das heißt, deswegen hat man ein Magazin. Schnelles Nachschießen, also eine höhere Kadenz, eine höhere Rate of Fire. Ja, man will schießen, repetieren, schießen und so weiter. Eine schnellere Schussabfolge.
Stimmte mir dazu? Ich glaube schon. Das ist die Idee eines Magazins. Dass das vielleicht auch der Faktor, ganz genau präzise zu sein, der Bequemlichkeit. Der kommt nämlich auch dazu. Das ständige Nachladen eines Bolzens oder Pfeils, wie auch immer, was ihr sagt. Ja, wenn ich jetzt auf, ich sage jetzt mal, 30 Meter schieße, Bierdecke Challenge bei mir waren, ich glaube, 32,8 oder so Meter. Egal. Dann habe ich ja dann einen Scope montiert oder ich habe auch letztens auf 30, 40 Meter mit den Iron Sights geworfen. Was mache ich dann? Ich schieße eigentlich nicht in der Charakteristik der Waffe, weil ich nehme hoch, wenn ich den Tisch nicht treffe, ziele, visiere an und schieße relativ klassisch. Da ist dann nichts mit Dynamik und so, ne? Ja. Warum habe ich dann ein Magazin drauf? Der Zeitvorteil, der entsteht, der ist einfach nicht mehr gegeben. Weil ich, wenn ich eine Einzelschussarmbrust nehme, ich nehme auch hier jetzt mal bewusst eine Pistolenarmbrust, das ist die Draken. Die kann ich sau schnell nachladen, also den Pfeil einlegen und dann einen neuen Schuss machen. Das heißt, der Zeitvorteil, der hebt sich auf. Und da ein Magazin immer auch einen Präzisionsnachteil birgt, das ist einfach konstruktionsbedingt, ist eine Einzelschussarmbrust, unabhängig ob Schloss oder Kantenschubser, ist ein Einzelschuss immer eigentlich besser, präziser. Muss ich mich fragen, was mache ich da? Habe ich die richtige Waffe dafür? Ja, natürlich möchte ich gerne Allrounder-mäßig mit einer Waffe, mit einer Armbrust möglichst viele Optionen abdecken. Das kann die AR6 auch. Aber dennoch, wenn man es richtig, naja, gezielt machen will, dann nimmt man sich natürlich das Instrument, oder in dem Fall, ich sag auch, man könnte auch sagen, das Werkzeug, was dafür am besten gemacht ist. Ja, Zeitvorteil und so. Also, ihr wisst ja, ist jetzt hier kein Bolzen drin, aber bum, 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 bum. So, und jetzt habe ich einen Einzelschuss und muss anvisieren. Na, klassische Armbrüste, große klassische Armbrüste wie eine Excalibur oder so, Leute, die damit viel trainieren, ne, die können genauso schnell ihre große Armbrust spannen wie ich jene Pistolenarmbrust. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber fast so schnell. Die sind echt gut, die Jungs. Na, okay, also nehmen wir jetzt mal an, ich visiere an auf 30 Meter, ziele, fokussiere mich, okay, treffe. So, jetzt will ich den nächsten Schuss abgeben. Wenn ich jetzt eine Pistolenarmbrust hätte, also eine taktische, nicht eine Single Shot, dann würde ich, ist jetzt kein Bolzen drin, dann würde ich klack, klack durchrepetieren und wieder anvisieren und es würden wieder ein paar Sekunden vergehen. Ja, Augen mal kurz entspannen, nachdem ich geschossen habe, ist auch nicht schlecht. Na, das heißt, ich würde zum Beispiel hier abdrücken. Und so. Dann spanne ich die Draken. Lege einen Pfeil ein. So, und jetzt bin ich schon wieder an dem gleichen Punkt. Wie jetzt, wenn ich durchrepetiert hätte. Da ist übrigens eine Zielmatte, keine Sorge. Jo. Das ist das eine. Ja, aber bis zu welcher Distanz macht ein Magazin noch Sinn? Bis zu der Distanz, wo ich noch einen zeitlichen Vorteil habe. Wo der zeitliche Vorteil den Präzisionsnachteil wettmacht. Beziehungsweise, wo ich da auf Geschwindigkeit den Vorteil setze und nicht auf Präzision. Ja, Magazin oder nicht. Natürlich kann man auch auf nahe Distanz, also im Kurzbereich,
sprich auf 8 Metern, mit einer Single Shot schießen, das ist auch gut, da trifft man auch gut. Präziser, besser auch als mit Magazin. Ja. Da könnte ich aber auch dynamisch schießen. Nur dynamisch schießen, also mit schnellen, repetieren, schneller Schussfolge auf 30, 40 Meter und dann souverän zielsicher treffen. Ja. Und dann eine Single Shot im Verhältnis daneben. Beide müssen anvisieren, beide müssen scopen. Da tut sich dann nichts mehr. Da egalisiert sich das. Und dann kommt der Präzisionsvorteil von Einzelschuss am Brusten einfach besser zur Geltung. Okay, das dazu eine Sache noch, zwei Sachen noch. Theorie und Praxis. Ihr werdet es nicht glauben, manche Leute haben bessere Ergebnisse im Stehen, freistehend, als auf dem Boden oder aufliegend. Hä? Wie geht das denn? Okay, ich kann das in ganz kurzen Sätzen beschreiben. Ja, dann leg mal los. Ja, also, man kann mit einem schlechteren System, also mit einem schlechteren Vorgehen, bessere Ergebnisse erzielen, wenn man da drin trainiert ist, als mit einem besseren System, wenn man darin gar nicht bis schlecht trainiert ist. Also, der nie auf dem Boden schießt und dann auf dem Boden schießt, der wird höchstwahrscheinlich nicht so gute Ergebnisse haben, als wenn er das macht, was er die ganze Zeit macht. Freistehend schießen. Ja, das ist auch schon alles. Also mit anderen Worten, habt ihr, wenn ihr den Schießstil ändert, zum Beispiel auf dem Boden zu schießen oder aufgelegt, angestrichen, was auch immer, dann werdet ihr am Anfang, weil es eventuell neu ist, erstmal schlechtere Ergebnisse haben. Das ändert sich im Laufe der Zeit. Okay, Theorie und Praxis. Optiken. Also erstmal, es gibt kein Red Dot mit Zielfernrohr. Das gibt es nicht. Es gibt ein Zielfernrohr und es gibt ein Red Dot. So, es gibt Scopes, die Red Dots imitieren. Zum Beispiel das taktische Scope-Zielfernrohr 332 in der Vergrößerung im Durchmesser von crossbowtuning.com. Das hat halt statt Absehlinien oder Fadenkreuz, hat es halt verschiedene Dots, beleuchtete Punkte untereinander. Das ist aber immer noch ein Scope, immer noch ein Zielfernrohr. Ich kann nur visuell vielleicht schneller den Punkt erfassen, weil die leuchten. Das ist auch schon alles. Ja, was ist denn besser? Auch hier wieder bevorzuge ich die Dynamik, ist die Zielerfassung mit dem Red Dot ein bisschen schneller. Auf Distanz. Im Short-Bereich natürlich. Warum ist ein Red Dot schneller? Wenn ein Red Dot hat in der Regel Einfachvergrößerung. Ja, ansonsten ist es ein Zielfernrohr. Ja, also hat Einfachvergrößerung, von daher ist der Wechsel im Auge am schnellsten. Umso größer die Vergrößerung ist, umso länger braucht das Auge, um sich darauf einzustellen. Ja, also im 432er muss das Auge sozusagen den Wechsel hinkriegen von der 1er-Sicht, also ohne Zielfernrohr gucken, zu 4-fach. Das dauert. Wenn ich auf 16-fach schieße, dauert es noch länger. Beim Red Dot brauche ich das nicht. Da gucke ich durch, wie durch ein Fenster. Sehen Punkt. Schieß drauf. Nachteil ist Flexibilität in der Distanz, in den Distanzen. Ich habe keine Absehlinien oder sonst was. Ne? Das habe ich alles hier. Red Dot ist, wenn man so will, eher für mich die Visierung für Pistolenarmbrüste, wenn ich der Charakteristik der Dynamik folge. Wenn ich was anderes mache, scopen will, auf große Distanz schießen will, mit einer Pistolenarmbrust, was ich ja auch schon viel gemacht habe und viel mache, dann nehme ich ein Zielfernrohr. Ne? Außer ich denke, ich bin ein cooler Typ und will schnell schießen. Ja, mit dem Red Dot, wie gesagt, ne, da habt ihr halt einen Punkt und dann müsst ihr halt nach oben und unten absehen. Natürlich absehen. Das heißt, ein Gefühl dafür entwickeln, weil ihr könnt das nur erstmal auf eine Distanz einschießen. Ja, dann gibt es auch noch so Ideen wie Magnifier, Red Dot Solutions, mache ich auch, finde ich auch total cool übrigens. Also, wo ihr praktisch ein Magnifier ist, nichts anderes als eine Lupe, den ihr hochklappen könnt, vor das Red Dot setzen könnt.
Ja, macht unglaublich Spaß, haptisch echt cool, klack, klack und soundmäßig. Ist natürlich nicht so genau wie ein Zielfernrohr. Ja, es kommt auch aus dem dynamischen Bereich. Ist für mich ein nettes Gadget, ne? Für super Präzision, habe ich glaube ich schon was gesagt. Klassisches Zielfernrohr besser. Ja, wollte ich noch was dazu sagen? Ach ja, ein theoretisches Ding, Theorie und Praxis habe ich noch. Gestern noch benutzt, aber ansonsten quasi nie. Die Sling. Viele reden über eine Sling immer. Ja, ey, wer benutzt denn eine Sling regelmäßig? Ich kenne fast niemanden. Ne? Benutzt ihr eine Sling oft? Ich weiß nicht, ich nicht. Aber es gibt Anwendungen, da macht das Sinn. So wie gestern zum Beispiel. Ne? Schießen aus der Hüfte. Wegstrecken. Persönlich bevorzuge ich übrigens einen Zwei-Punkt-Gurt, nicht einen Ein-Punkt-Gurt. Aber da hat der Kollege Malte, liebe Grüße, von Modern Archery Germany auch schon eine Menge zu erzählen. Ja, noch so ein Ding. Also ich habe einen Nachbarn, der hat einen Freund, der hat eine Tante, dessen Kollegen eine Schwester hat und ups, da bin ich abgerutscht. Und die haben mal, als sie im Ausland waren, an einer Armbrust, die ihnen nicht gehört, eine Lampe und einen Laser montiert. Weil die dachten, boah, jetzt kann ich das endlich mal machen. Und dann haben sie das gemacht, boah, und fanden das voll gut. 2 Tage. Worauf ich hinaus will. Oft wird ja bemängelt, oder wie soll ich sagen, ja, kritisiert oder das Ausland ein wenig beneidet, dass da Lampe und Laser und so erlaubt ist. Also für alle, die das schon mal natürlich im Ausland, nicht in Deutschland, ausprobiert haben und so, die werden vielleicht dem zustimmen, was ich gerade berichtete. Das ist mal ein netter Flash, aber es ist nicht etwas, was unbedingt man alltäglich im Alltag, im Schießvorgang benutzt. Joa. Und das letzte Thema, das lasse ich heute weg, das ist nämlich so groß. Und da ich heute schießen gehen will, würden dazu so viele Fragen kommen, dass ich mir das noch aufhebe. Aber das Thema sage ich schon mal. Mann-Stopp-Wirkung von Bolzen. Tja, das ist eher Defense, ne? Ja, ist eher Anti-Defense. Anti-Defense. Okay, so, ich muss schnell zusammenpacken und dann geht's los. Training. Was ich schießen werde, werdet ihr nachher sehen. So, langer Tag heute. Bis dann, habt einen schönen Sonntag. Kleiner Witz, Anekdote zum Schluss. Mein Kumpel Henry, der Draken so liebt, der sagt immer Folgendes und das beschreibt es eigentlich am besten. Pete, das ist ein Witz, ne? Du rennst durch die Tür mit dem Red Dot oder ohne Visierung, mit offener Visierung und ich bin auf 30 Metern dein Backup und check den Sniper. Okay. Das machen wir. Genau so. Und was macht der Misch dann? Der Misch schenkt dann auf 60 Meter ab mit seiner Excalibur. Okay, war Bene. Einen schönen Sonntag nochmal. Henry, liebe Grüße.